Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Freedom Wars auf der PlayStation Vita. Und wir haben als letztes eine neue Waffe gekriegt und da möchte ich jetzt erstmal gucken, ob wir die irgendwie ob wir die irgendwie kriegen. So, da machen wir erstmal unseren Däumeling drauf, genauso wie da und da. Das bringt ja irgendwie Punkte und ich weiß gar nicht, was wir dafür machen müssen, aber egal, Hauptsache angenommen. Da war das. Ah ja, hier können wir unsere Waffen ausgeben. Ich muss mich erstmal da wieder durchfinden. Ganz kurz. Nee, wir wollen hier nicht online gehen oder so. War das hier? Nee, hier war nur hier Schönheits-OP und so, ne? Ja, hier waren nur Schönheitskorrekturen. Wo waren das mit den Waffen? War das bei ihm? Naja, reden mussten wir ja so oder so mit ihm, damit wir hier neue Mission annehmen können. Oh, wieder alles Mögliche neu. Interessiert keine Sau. Interessiert keine Sau. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, jetzt gucke ich mir nochmal das Intro an. Nee. Ja, so ist das, ne? Wenn man sich durch das Japanische durchwrangeln muss, quasi. Durchwresteln. Was haben die auch so eine komplizierte Sprache? So, mal Start. Zack. Können wir wenigstens neue Mission nehmen. Machen wir dann einfach so. Ich weiß nämlich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Da müsste ich mir mein zweites Video doch mal genau angucken, wie wir da hingekommen sind, dass wir eine neue Waffe ausrüsten konnten. Ja, bla 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 bla. Das ist keine Sau. Lass uns kämpfen hier. Lass uns den Leuten ins Gesicht schießen. Das Gesicht ist immer das beste Ziel. Ach, der schon wieder. Wo ist denn der Halbaffe? Einfach immer Ja sagen und nicken. So würde ich mich mein ganzes Leben durch Japan durchschlagen. Immer Ja sagen und nicken. Eine neue Waffe wäre schon schick gewesen. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Immerhin hat die das 10-fache an Schaden anscheinend, wenn ich das richtig deute mit den Zeichen und so. Naja, egal. Richtig geiler Techno. Eine Geisel, Überraschung, Überraschung. Boah, so ein Riesenschwert hätte ich auch mal gerne. So, erstmal alles einsammeln, was hier so in der Gegend rumliegt. Dann haben wir hier schon mal unsere Area Clear. Und auf geht's. Wo ist die Hintergrundmusik geblieben? Zack! Ja, wie übel ich denen zurichte. Hahaha. Und zwar nur ich. Weg mit euch, ihr seid ein Müll. Und da haben wir auch schon den Endgegner. Und ich habe keine Granaten ausgewählt. Ja, ich glaube, ich bleib auch mal beim... Nein, brech ab, brech ab. Ich kann nicht abbrechen. Verflucht. Oh, da bin ich schon wieder tot. Was soll das denn? Ah, ich werde geheilt. Cool. Ja, dann kann ich das ja auch weiter probieren, hier mit dem Beinchen ausreißen. Da zieht ihm ja gar nichts ab, das Gewehr.
Einfach wieder Beinchen ausreißen. Nein. Das kann man aber auch nicht abbrechen dann. Einfach immer mal so durchfliegen. Oh, schnell weg. Ihr merkt schon, jetzt bin ich ein bisschen ruhiger, weil ich mich da jetzt mal echt konzentrieren muss. Oh. Schnell mal hier ein bisschen aufladen. Jetzt hänge ich mich einfach mal da dran und hau da mal ein bisschen drauf. Und wieder Wechsel auf mein schönes Gerät. Oh, der hat ja ein Schutzschild. Ja, toll. Warum ist der denn da in Deckung gegangen? Ah. Ja, bleibe ich lieber beim Messer. Okay, ich muss ihm das da oben runterreißen. Nein! Wir müssen ihm sein komisches Ding da kaputt machen. Dem seine komischen Schutzschilder da. Und zwar ganz gezielt. Oh, was ist das denn? Zack. Komm. Jawohl, Schutzschild abgemacht auf der einen Seite. Jetzt nur noch die andere Seite. Dann bringen auch Schusswaffen endlich was. Jawohl. Wechsel zur Schusswaffe und dann drauf. Jetzt kann er nichts mehr abwehren. Voll in die Eier. Ah. Schnell mal ein Medipack nehmen. Nehmen. Ein Medipack nehmen. Oh, ich kann die abgetrennten Teile von dem einen sammeln. Na, muss man auch mal wissen. Ah komm, der sieht schon ziemlich fertig aus jetzt. Immer auf den Kopf. Was macht der denn? Ich wollte schon sagen, hält er uns jetzt die Eier hier hin? Oh, das was abgesprengt ist, das sammle ich ein. Schön immer auf die Birne. Mich kriegst du nicht, du Drecksack. Aber ich könnte mal Munition gebrauchen. Und nochmal. Ah, das Aiming ist nur ein bisschen langsam. Das Aiming ist ein bisschen langsam, wenn man... Ey, wo willst du hin?
Fürs Retten bin ich da. Da rennst du nicht einfach weg. Ja, wenn man jetzt jemanden hier rumschleppt, dann ist das Aiming sehr, sehr lahm. Also da ist noch Verbesserungsbedarf. Oh. Doskata. Das war bestimmt so, oh mein Gott. Der Gameblamer kommt mich retten. Tada. Oder Tiddledee. Yeah. Das lief ja mal mega gut. Ah, noch ein bisschen Munition. Komm, tauch noch mal auf. So viel einsammeln wie geht. Ich habe ja schließlich ganz schön viel hier verballert. Im wahrsten Sinne. Ja, toll. Jetzt braucht er wieder ewig, um neu aufzutauchen. Ist klar. Scheiße. Naja, egal. Hauptsache ist, wir haben gewonnen und wir haben die Geisel gerettet. Und wir wissen mal wieder nicht, was wir genau gemacht haben, außer dass wir einen Feind getötet haben. Und da, schon wieder eine neue Waffe. Continue. Yeah, wir haben schon 1300 Jahre fast abgearbeitet im Gefängnis. Das ist doch mal eine Zahl. Da wird sich so mancher heutzutage drüber im Gefängnis freuen, denke ich mal. 1300 Jahre. Mein Gott, ist ja kein Zuckerschlecken. Ach, jetzt gibt's wieder bla bla. Oh. A new challenger has arrived. Ich wüsste ja zu gern, was der so alles sagt, aber ich muss es leider wegdrücken, weil ich es ja eh nicht verstehe. Irgend so ein dummer Computer-Nerd, so wie das aussieht. Was ist das denn? Handy-Klingelton oder was? Der verrückte Pedobär ist da und hat mir irgendwas gegeben. Hier eine Trophäe verdient. Da ist eine 2 oben drin. Das heißt bestimmt Akt 2 freigeschaltet. Und das ohne irgendwelche neuen Waffen zu benutzen. Das soll mir erstmal einer nachmachen. Ja, ist klar. Ja, habe ich ja auch verstanden. Ja. Nee, ist okay. So, jetzt möchte ich trotzdem nochmal wissen, das war bestimmt irgendwo hier, dass man neue Waffen ausrüsten konnte. Irgendwo muss es ja gewesen sein. Oh, hier, optionale Missionen. Und da oben sieht man, da sind so volle Pfeile. Das ist wahrscheinlich der Schwierigkeitsgrad, denke ich mal. Müssen wir uns merken. Dritte von oben, optionale Missionen. Nein, nicht online. Dritte von oben, optionale Missionen. Ja, ich möchte das gerne ausrüsten. Ich möchte das nicht hier irgendwie blöd aussuchen oder so. Ja, wir nehmen einfach mal alles an. Warum kann ich das denn das nicht annehmen hier? Ach so, die kosten Geld. Und die habe ich jetzt schon ausgegeben und ich weiß gar nicht mal wofür. Ja.
Das war jetzt, glaube ich, wo er sich verbindet, ne? Ja, und trotzdem gehe ich drauf, wie immer. Ah, okay. Jetzt kann man hier, so wie es aussieht, kann man auch vielleicht so... Nein, nicht Web, nicht Web, nicht Web. Nein, 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 nein. Weg da. Wieder rein ins Spiel. Mann. So, wir haben ein alternatives Kostüm auf jeden Fall für den auch freigeschaltet. Nein. Manno. Wo war das mit den Waffen? Nein, ich will keine Kostüme hier wieder neu machen. Verdammt. Ich sehe schon gut aus, so wie ich aussehe. Ich will mich auch nicht mit dem Internet verbinden. Fehler ist aufgetreten. Ja, ist auch gut so. Mein Gott. Ah, was habe ich jetzt wieder ausgewählt? Ach, Japanisch ist so eine tolle Sprache. Ich glaube, ich muss mir meine Videos selber nochmal angucken, wo ich so war. Dann erstelle ich mir selber so irgendwelche... Oh, die Story geht weiter. Ja, ja. Ich würde mich ja freuen, wenn ich irgendwas verstehen würde von dem, was die sagen. Weil ich bin mir total sicher, dass das total interessant ist, was der so sagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt hier durch die Gegend gehen kann und dass hier sowas wie ein Market ist. Dass ich hier so Sachen einkaufen gehen kann, wie Waffen und bla und blub. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wir gucken einfach mal umher. Da ist auf jeden Fall eine Leuchtkugel, die wir erstmal einsammeln am besten. Boah, der läuft so lahmarschig. So, was kann denn dieses schöne Gerät? Hä? So, jetzt bin ich einfach mit dem Aufzug gefahren. Toll, hätte ich auch drauf verzichten können. Die stehen ja alle nur doof rum. Oh nee, ich kann mit allen quatschen. Wie schön ist das denn? Oh, Interaktion in einer freien Welt. Aber nützt mir nichts, wenn ich kein Wort verstehe. So, hier sehe ich auch keine anderen blauen Symbole. Deswegen fahren wir einfach mit dem Aufzug wieder runter. Das bringt ja sonst eh nichts. Was soll ich in einer Etage machen, wo sowieso kein Symbol für irgendwas ist, was ich machen könnte? Das verschwendet nur eure und meine Zeit. Und das muss ja nicht sein. Na, gucken wir uns lieber nochmal hier um, weil da hinten, da ist noch so ein komisches anderes Symbol. Da gucken wir mal rein, was das bedeutet. Okay, wir kriegen jetzt eine Erklärung, was das ist. Können wir sowieso nichts mit anfangen. Eins, zwei und keine Ahnung. Machen wir eins. Wahrscheinlich ist das jetzt ein Aufzug, wo du die Etage aussuchen kannst. Das war Etage 2, Etage 1 und Keller oder so, ja. Oh Mann, wie ätzend. Ja, da wünschte ich mir manchmal, ich hätte in Japanisch in der Schule besser aufgepasst. Ach nee, ich hatte in der Schule ja kein Japanisch. Ja, gucken wir uns noch den Keller an. Vielleicht kann man da was machen. Glaube ich zwar jetzt auch nicht.
Ach nee, das ist das Dach oder was? Ah, nee, oh, wir können raus. Ja, bla bla, wir überspringen das ganze Gequatsch mal wieder. Er sagt uns jetzt, oh, da kannst du das machen, da kannst du das machen. Okay, dann sind hier die Stores. Ich habe auf jeden Fall eine Bar gesehen. Das ist dann bestimmt wie so eine Taverne, wo man Quests annehmen kann und so. Seht ihr, jetzt haben wir auch Quest 2.1 freigeschaltet. So viel kann ich da oben lesen. Ja, ist ja wunderbar. Da sehen wir, da können wir raus und da können wir irgendwas machen. Dann gehen wir da mal rein. Vielleicht ist das ja ein Stripclub, vielleicht haben wir Glück. Das wäre doch jetzt noch was Schönes. Die Musik ändert sich auf jeden Fall schon mal. Ah, den Beat kenne ich aus einem Fantastischen 4-Video. So, quatschen wir mal mit dem, als wenn es uns was bringen würde. Ah, hier kann man was kaufen und verkaufen. Ja, schön, dass das steht. Ach so, da eine Waffe. Ah, boah, Scharfschützengewehr wahrscheinlich. Panzer, boah, Raketenwerfer. Ja, schade, dass wir unsere komischen Punkte da schon ausgegeben haben. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Symbole. Das ist dann. Also, wir haben 62 und da will der, glaube ich, 175 für haben oder so. Ach, ich sehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hier ein neues Messer. Ja, jetzt haben wir natürlich keine Kohle, weil wir irgendwelchen Kram vorhin angenommen haben, von dem wir keine Ahnung haben. Ah, Moment. Vielleicht haben wir ja genug zu verkaufen. Eine Granate, irgendwelchen Kram, wie Minen und so. Da. Haben wir nichts Wertvolles? Die wollen mich auch verarschen hier. Was soll ich denn in einem Shop, wo ich nichts machen kann? Welcome to the Thrift Shop und so. Ich will zurück in meine Zelle. Ich will eine Mission machen. Ne, wir haben ja noch da unten noch irgend so eine komische Bar oder so. Die müssen wir uns auch mal angucken, was das ist. Da bin ich dann auch mal gespannt. War nicht noch weiter unten eine? Oder habe ich das falsch gesehen? Da möchte ich jetzt natürlich auch wissen, was man da kaufen kann. Ja, da ist noch eine und da ist Ende. Okay, wir haben zwei Bars bzw. Shops. Vielleicht ist das ja jetzt die erhoffte Strip-Bar. In einem Gefängnis wäre das doch mal gar nicht so abwegig. Hält die Gefangenen bei Laune. Na, sieht schon so ein bisschen danach aus. Warum wird bei dem einen eine Jahreszahl drüber angezeigt und bei den anderen nicht? Vielleicht erklärt der Kellner mir das. Ach so. Ach, deswegen. Ah, ja, ich verstehe. Ah, gut, dass ich dich gefragt habe. Ah, schön, hier kann ich kleine Dreiecke kaufen in verschiedenen Farben. Wunderbar. Das brauche ich auch. Sprechen wir mal den Mann mit diesen Zahlen drüber über dem Kopf an. Hey, warum hast du Zahlen über dem Kopf? Das ist voll rassistisch, was du da sagst. Hey, lass mich in Ruhe, geh nach Hause. Okay, dann mache ich doch, was er sagt. Obwohl die Hintergrundmusik, die war ja mal richtig ansprechend. Das war so, oh yeah, so Hintergrundmusik war das. Oh, ihr seht das jetzt gerade nicht. Jetzt gerade geht vor meiner Nase die PlayStation 3 an. Hier wieder, automatisches Update. Ja, gucken wir mal, ob wir unsere Zelle überhaupt wiederfinden. Ich sehe da ja eigentlich eher schwarz.
Weil ihr müsst wissen, ich habe im echten Leben, genauso wie im Spiel, waren wir eigentlich Etage 2 oder 1? Im echten Leben, wie in Spielen, habe ich einen Orientierungssinn wie einen Kakadu mit einem Magnet auf dem Kopf. Ja, das war jetzt... das war jetzt vielleicht zu hoch. Vögel und so weiter, ne, die finden ja ihren Weg immer durch die Magnetfelder der Welt. Deswegen können sie auch immer nach... Oh, was ist denn jetzt los? Was auch immer ihr sagt. Deswegen fliegen die auch immer in den Süden zu gewissen Zeiten. Und wenn ein Kakadu jetzt einen Magnet auf dem Kopf hat, dann kann er ja nicht mehr Richtung Süden fliegen, weil er total verwirrt ist, weil dieser Magnet seinen Spürsinn zerstört. Ja, ich weiß. Totaler Blödsinn, was ich hier quatsche. So. Komm, gib mir eine Mission. Ich will einfach nur kämpfen. Eine Mission packen wir noch locker. Ich fühle mich in meiner Zelle am wohlsten. Ich glaube, ich gehe da nie wieder raus. Was denn jetzt? Nein! Oh, Mann! Oh, ich hasse Japanisch! Merken wir uns, wir wählen nie wieder das Oberste aus. Oh, was ist das denn? Nein, ich will keine Ad-Hoc-Verbindung. Ja. Was ist jetzt? Boah, schon wieder das Intro. Mein Gott. Komm schon. Ach, ich bin aber auch doof. Nee, also, weil ich ihn ja jetzt anklicke, ich will ja diese Waffe mal haben. Vierte, fünfte. Erstmal safe. Nein, jetzt habe ich schon wieder auf das obere gedrückt und bin wieder raus. Ach man, ich könnte doch kotzen hier. Ich könnte echt kotzen. Egal, wenn ich jetzt... Ich guck mal, wenn ich jetzt draußen bin, ob ich dann trotzdem einfach eine Mission nehmen kann. So, Start. Ja, gut, wir können trotzdem Chapter 2 von hier aus spielen. Dann machen wir das auch. Oh, Gott sei Dank. Endlich wieder irgendjemanden in den Arsch treten. Und ich habe immer noch nicht die neue Waffe ausgewählt. Das finde ich ein bisschen scheiße. Aber ich werde es schon schaffen. Komm, setz unsere Ziele, damit ich wenigstens da Bescheid weiß. Hä? Ah, ich muss mit einer Geisel einfach nur durch den Level kommen. Easy. Zumindest in der Theorie. Ach, einmal hin und zurück. Ja, da muss ich mich wohl auf meine Teammitglieder verlassen. Das schaffen wir. Was? Bin ich schon tot? Bo. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja wohl.
Ah, hier ist irgendwo ein Scharfschütze von dem. Kümmere ich mich jetzt gar nicht drum. Ist ein bisschen unglücklich gelegt mit dem Laufen, dass das direkt unter dem Analogstick ist, mit dem man umherschaut. Da kann man natürlich jetzt nicht so spontan reagieren. Was sei das denn für Weicheier? Ach so, die haben hier auch so einen Pott, wo sie dann ihre Leute hin. Ah, die Geisel muss also in der Mitte sein. Wenn ich das richtig verstehe. Und wer nachher die meisten Geiseln gerettet hat, der hat gewonnen. Oh, was ist das denn? Geile Sache. Geil, hier kann man neue Waffen während des Kampfes einsammeln. Oh, das ist ja nicht schlecht. Du rettest hier keine Geisel. Das ist unser Job. So, jetzt muss ich hier erstmal durchkommen. Ja, Teamkameraden, macht mal da. Ach, scheiße. Da renne ich mit der Geisel in der Hand natürlich wieder gegen eine Wand. Was? Warum muss ich noch da oben? Ah ne, da oben ist eine Geisel. Ich muss zu dem blauen... Ah, so. Okay. Komm, mach das Tor hoch. Mein Gott. Ja, da atmet sie tief. Da hat sie auch alle einen Grund zu. Komm schon. Die haben schon eine Geisel gerettet. Gibt's doch nicht. Die haben schon zwei Geiseln gerettet. Was ist mit meinem Team los? Was habe ich denn für ein scheiß Team? Mal ernsthaft, ey, die müssen doch die Leute davon abhalten, die zu retten. Scheiße, jetzt haben wir verloren. Das sehe ich auch schon außer Distanz. Fuck, ey. Ach, gibt's doch nicht. Ja, dann müssen wir die Mission auf jeden Fall nochmal wiederholen. Tja, Pech gehabt. Aber das machen wir in der nächsten Folge Freedom Wars mit eurem Gameblamer. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wie spät es auch immer bei euch sein mag. Schreibt wie immer in die Kommentare, ob euch diese Episode gefallen hat oder nicht. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.